Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus Psalm 121, Vers 4. Manchmal ist das ganz offenbar. Du erfährst Gottes Nähe auf wunderbare Weise, sein Eingreifen, Antworten auf Gebet, sein Reden. Und ja, es ist wunderbar und ich feiere solche Momente. Aber es gibt auch die anderen Momente, wo Gott schweigt, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Erzählte jetzt die Tage jemand von einer sehr schweren Situation in seiner Familie und sagte dann, ja, wenn wir ein Reden Gottes hätten, wenn wir wüssten, okay, wir müssen das jetzt noch ein Jahr aushalten und dann ändert sich die Lage, wäre das viel leichter. Aber die Ungewissheit ist da und Gott schweigt. Und in den Psalmen finden wir die gleiche Erfahrung. Manchmal ruft der Psalmbeter aus und das ist in Gottes Wort, hat das Niederschlag gefunden. Wach auf, Gott, warum schläfst du? Aber in diesem Psalm haben wir das Bekenntnis und die Zusage und du hast hier die Zusicherung. Gott schläft nicht. Gott ist hellwach. Gott sieht dich. Er schaut auf dich, auf deine Umstände, auf deine Herausforderungen. Er hört dein Gebet. Und wir wissen, er ist hier der Hüter Israels. Er ist der, der für dich sorgen will. Also er ist nicht einfach ein gleichgültiger Beobachter oder irgendwie wie ein Wissenschaftler, der sich die Laborratte anguckt und sagt, mal gucken, wie lange sie es noch aushält, sondern er ist der, der sich als guter Hirte vorstellt, als liebender Vater, als fürsorglicher Freund, als lebendiger Gott und er handelt. Und manchmal ist die Erhörung, manchmal ist die Antwort nicht sofort da. Manchmal müssen wir warten. Manchmal ist da das Schweigen. Manchmal ist da die Dunkelheit. Aber ich möchte festhalten an diesem Bekenntnis. Und ich will das im Glauben immer wieder neu ergreifen. Gerade da, wo es mir schwerfällt. Gerade da, wo es mich was kostet. Du bist da. Du bist ein Gott, der mich sieht, haben wir dieses Jahr immer wieder gehört. Und du sorgst für mich. Und im Lehrtext an diesem Tag aus 1. Petrus 5, 7 heißt es dann folgerichtig, alle eure Sorge werft auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Er ist dieser Hüter Israels, er ist dein guter Hirte. Er ist der, der für dich sorgt und auf den du bauen kannst, auch in Zeiten des Schweigens, auch in Zeiten des Ausharrens, auch in Durststrecken, auch in der Wüste. Darfst du wissen, er ist doch da und er wird durchkommen für dich und er wird dich segnen und beschenken. Und Herr, ich bekenne das, dass du gut bist, dass du treu bist, dass du Gebet erhörst. Und ich denke an die Zeiten, wo ich das sehr handgreiflich erfahren habe, wo es keine menschliche Erklärung gab, außer dein Handeln. Und ich bete für Zeiten, wo es nicht spürbar ist. Ich bete für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade warten und ja, dein Schweigen erdulden. Ja, dass du durchkommst für sie und dass sie erfahren, du bist ihr Hüter und du schläfst und schlummerst nicht. Auf dich ist Verlass. Danke dafür, Herr. Amen.